7 Meter startet mit dem Abwehrspezialisten der MT Melsungen. Über Finn Lemke wirft kein Spieler den Ball so leicht ins Tor. In unserer Masterclass zeigt er, wie er den perfekten Block stellt. Herzlich willkommen bei der Masterclass. Heute versuche ich euch, ZuschauerInnen, zu zeigen, wie man einen guten Block stellt und wo es drauf ankommt. Exemplarisch machen wir das heute an einer Blocksituation über die Halbposition und einmal über die Mitte, wo wir über die Sprungsituation und den Sprungblock drüber sprechen. Jetzt sprechen wir über die Wurfsituation von der Halbposition. Wie ich gesagt habe, kommen hier einige Schlagwürfe auf uns zu. Das Ziel ist es, wir sprechen jetzt von einem Rechtshänder, dass ich dem Torhüter ein klares Bild gebe, wo der Block zu stehen hat. Das heißt, ich versuche in diesem Fall die Wurfarmseite, den geraden Wurf in das lange Eck wegzunehmen, sodass der Torhüter sich ganz darauf verlassen kann, in die kurze Ecke zu gehen. Da im Schlagwurfbereich nicht nur über den Kopf geworfen wird, sondern auch seitlich in der Hüfte vorbei, muss ich versuchen, möglichst aktiv auf der Wurfarmseite zu stehen. Wenn Julius einmal den Arm hebt, heißt es, dadurch, dass wir auf der Halbposition nicht so defensiv verteidigen, dass ich versuche, mit den Armen den Wurfbewegung, führ mal durch, versuche, in die Wurfbewegung zu kommen, sodass hier der gerade Weg, führ mal gerade durch, immer bei mir in den Körper oder in den Block geht. Wie ihr sehen könnt, hat der Torhüter jetzt die kurze Seite frei. Das heißt, wenn Julius an meinem Block vorbeischießt, von der Wurfposition her, der Wurf immer in die kurze Ecke eigentlich durchzuführen ist. Jetzt geht es tatsächlich um das Blocken von Sprungwürfen. Hier ist elementar wichtig das Zusammenspiel zwischen dem Torhüter und dem Abwehrspieler, da es deutlich schwerer zu koordinieren ist, wie der Angreifer wirft, ob er länger springt oder kürzer springt, wie die Wurfhaltung ist. Es ist hier enorm wichtig, dass das Zusammenspiel funktioniert und dass sich der Torwart darauf verlassen kann, dass der Abwehrspieler die ganze Zeit die Arme gerade nach oben streckt und somit eine Säule bildet, an der sich der Torhüter orientieren kann. Hier gibt es klare Richtlinien, die aber auch immer intern kommuniziert werden müssen. Klassisch wäre kurzer Wurf, in die kurze Ecke ist, hat der Torhüter den Ball, springt der Werfer lang und versucht in die lange Ecke zu werfen, versucht der Abwehrspieler das zu blocken. Springt der Angriffsspieler allerdings am Block vorbei, das heißt die Säule wird überlaufen oder überflogen, wechselt sich das Torhüterspiel, das heißt der Torhüter versucht in die lange Ecke zu gehen, weil der Wurf in die kurze Ecke deutlich schwieriger ist. Nicht nur das Timing, nicht nur die Koordination zwischen Torhüter und Abwehrspieler ist wichtig, sondern auch das Timing generell beim Abwehrspieler, dass er den richtigen Moment erwischt und den Gegenspieler ausgeschaut hat, wann er hochgesprungen ist, um so den höchsten Punkt für seine Säule zu haben, damit die möglichst größtmögliche Fläche abdeckt. Ich hoffe, wir konnten euch helfen, ein paar Tipps zu geben, um vielleicht einen etwas besseren Block zu stellen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch selbst für mich mit der langen Körpergröße ist der Block nur einer von vielen Tools, die man in einem Abwehrspiel benutzen kann. Man sollte sich immer nicht nur auf eine Sache verlassen, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, um dem Torhüter zu helfen. Vom Abwehrspezialisten geht es jetzt zum Keeper des TVB Stuttgart. Primož Prošt hat uns seine Traumsieben aufgestellt. Hallo, mein Name ist Primož Prošt und ich bin Torwart von TVB Stuttgart und das ist meine Wahl von Traum 7. Ja, in Tor ist so, normalerweise, ich sage Dejan Peric, das ist auch, war meine Idol, aber er hat gar nichts in Deutschland gespielt oder in Bundesliga, deswegen ist Niklas Landin. Wir haben auch schon zusammen in Bieringbro Silkeborg gespielt und er hat schon damals gezeigt, Riesentalent und Potenzial und heute ist für mich keine Frage der beste Torwart der Welt. Linkshausen ist Uwe Gensheimer, weil ich denke, es ist ein Leader so im Spielfeld als auch neben dem Spielfeld. Und auch Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft. Und auch er hat schon gezeigt, dass er kann auch in anderes Land oder Verein gespielt und in höchstes Niveau die ganze Zeit. Und das ist auch eine besondere Qualität. Und ja, über die Handgelenk oder diese spezielle Qualität, wir brauchen nicht reden. Deswegen Uwe Linkshausen. Rückraum links ist Nikola Karabatic. Wir haben zusammen in Montpellier gespielt
Und das ist, ich denke, schon ein Vorteil oder so, wenn du trainierst mit den besten Spielern auch der Welt. Deswegen Nikola in halb links. Ivano Balic, er hat Handball in anderen Niveau gespielt, mit allen Situationen und immer etwas Neues gemacht und immer Spaß gehabt. Und ja, war zum Glück oder zum Glück vor Gegner oder vor Bundesliga nur in die Ende Karriere in Wetzlar. Aber trotzdem, ich denke, war eine Mozart so in Rückraum Mitte. Rückraum rechts ist Olafur Stefansson. Ich habe nur gegen ihn gespielt. Er war schon damals in Sudatrial und dann später auch in der Nationalmannschaft. Aber ich denke, er war immer so ruhig, immer alles unter Kontrolle gehabt und immer die richtige Entscheidung getroffen. Und ja, jahrelange Zeit in die höchste Niveau gespielt. Und ja, deswegen Stefansson in Rückraum rechts. Rechtsaußen ist ohne Frage Hans Lindberg. Ich denke, die letzten 15 Jahre Bundesliga gespielt, immer Top-Niveau, immer Spaß, gegen ihn zu spielen, immer kleine Duell zu haben. Und ja, das ist, ich denke, Rechtsaußen ohne Konkurrenz. Bei Kreisläufer ist ja eine jetzt schon alter Mann, das ist Andrei Chepkin. Er war nur, ich denke, ein Jahr in Kiel, aber wenn ich war noch jung, ein riesen Fan von Barcelona, war die beste Mannschaft in Europa und ich denke, er hat auch 7-mal Champions League gewonnen mit 6-mal mit Barcelona und einmal mit Kiel und deswegen ist Andrei Chepkin dann in Kreisläuferposition. Und damit kommen wir zum Torhütertalent der Rhein-Neckar-Löwen. David Späth tritt für die Mannheimer in unserer Club-Challenge an. Auf die Plätze, fertig, los! Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit 7 Treffern. Natürlich finde ich schade, dass der letzte nicht reingegangen ist. Aber vor allem bin ich glücklich, weil meine Trefferquote die letzte Saison nicht so gut war. Deswegen bin ich mit 7 eigentlich ganz zufrieden. 7 Treffer in 49 Sekunden bedeuten für den Löwen-Youngster Rang 8 in der Club-Challenge-Wertung. Damit bleibt Bad Ravensbergen weiterhin das Maß der Dinge. Wir läuten mit der nächsten Ausgabe 7 Meter am 16. Juni den Saisonendspurt ein. Vorher haben wir aber noch eine wichtige Botschaft für euch. Der Handball krempelt die Ärmel hoch, steht wie die Stars der Liquimoli HBL zusammen und werdet Teil der Impfkampagne. Dass man natürlich wieder die Freiheiten genießen kann, dass wir uns wieder näher kommen können. Ich bin noch nicht geimpft, werde mich aber impfen lassen. Nein, ich bin noch nicht geimpft, aber werde mich auf jeden Fall impfen lassen. Ich bin bereits geimpft. Hab mich impfen lassen schon. Für meine Familie und für meine Freiheiten. Dass wir in dieser Pandemie zusammenstehen und ich so einen ganz, ganz kleinen Teil für die Allgemeinheit tun kann. Und dass wir so schnell wie möglich zurück zu einem normalen Leben zurückgekommen. Die erneute Freiheit. Volle Restaurants, endlich wieder Kindergeburtstage und volle Hallen. Ich hoffe, dass wir wieder ein normales Leben haben. Dass wir diesen Virus nur in den Griff bekommen, wenn er uns nichts mehr anhaben kann. Und das geht nur über die Impfung. Immer noch Handball spielen. Hoffentlich am Strand Urlaub haben. Hoffentlich genau an dem gleichen Ort stehen hier, aber mit mindestens 9000 Zuschauern einen Heimsieg der Recken feiern. Krempeln Sie die Ärmel hoch und lassen Sie sich impfen.